Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Minecraft Dragons. Und ja, die heutige Episode wird eine kleine XXL-Folge, weil am Dienstag keine Episode kam. Und ich habe mir die Abstimmung angeschaut und dabei waren jetzt zwei Ergebnisse relativ nah beieinander. Und deswegen habe ich mir gedacht, eben weil letzte Episode oder eben am Dienstag nichts kam, mache ich beide Sachen in dieser Episode. Also werden wir den Lagerraum bauen und mal unsere ganze Rüstung enchanten und so. Weil die sieht halt schon echt ziemlich broschig aus. Aber ich kann euch sagen, ich habe ein paar Dias gefarmt und habe mir dann eine Diaspitzhacke gemacht. Und habe diese dann genutzt, um weitere Diamanten zu farmen. Und ich habe jetzt 50 Diamanten. Und das heißt, wir können uns eine richtig geile Rüstung bauen auf jeden Fall. Das werden wir in dieser Episode machen. Ich bin Level 30, das heißt, da können wir auf jeden Fall ein paar richtig geile Enchantments rausbekommen und werden quasi das Zeugs vorbereiten, was wir dann in dem Endkampf nutzen werden und ja, und werden heute den Lagerraum bauen, dass wir mal unsere gesamten Sachen hier auf die Reihe bekommen. Aber als allererstes kümmern wir uns darum, dass wir unsere Sachen enchanten und deswegen geht es jetzt erstmal zum Spawn. Ich habe übrigens auch ein bisschen den Weg jetzt weitergebaut. Das sieht auf jeden Fall jetzt schon mal ziemlich knorke aus. Ich werde die nächsten Episoden da natürlich noch weiter dran arbeiten, also so ein bisschen offscreen. Und ich denke, wenn der Weg fertig sein wird, dann wird das auf jeden Fall richtig gut aussehen. Und ja, freut euch also auf jeden Fall auf einen richtig geilen Weg. So, hier ist der Enchanted Table und hier hat jemand auf jeden Fall die ganzen Anbässe mal platziert. Und werden jetzt mal gucken, was wir so Schönes rausbekommen werden. Jemand hat sogar ein Crafting-Table hier platziert. Sehr gute Idee, den können wir aber, denke ich, noch an einer besseren Stelle platzieren als da. Wie wäre es mit... Ich überlege gerade, wo würde der okay aussehen? Ich will jetzt keine Bücherregale abreißen. Ich denke, hier wird vielleicht... ich denke, hier ist eine Stelle, die akzeptabel ist. Machen wir hier mal das noch drauf. Können wir auf jeden Fall nutzen. So, wir brauchen auf jeden Fall ein Diamantschwert. Dann brauchen wir einen Diamantharnisch, einen Diamanthelm und Diamantschuhe. So, und natürlich eine Diamanthose. Oh, kein Diamantring. So, schauen wir einfach mal, was wir jetzt so als 30 Level Enchantments bekommen. Wann wollen wir auf jeden Fall nicht haben. Und ich sollte vielleicht meinen Bogen auf jeden Fall... noch vorher machen. So. Ich will auf jeden Fall auf dem Bogen Unendlichkeit haben. Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool. So, Schutz 3, nicht unbedingt. Haltbarkeit 3, nicht unbedingt. Ich will auf jeden Fall auf Schutz gehen. Na super, kriegt mir richtig geile Enchantments raus. Haben wir vielleicht noch irgendeine Diamantspitzhacke, bei der wir irgendwas Cooles bekommen? Ich denke nicht, oder? Glück 2 könnten mit der Spitzhacke kombinieren. Aber das ist mir ehrlich gesagt nicht wert, dafür jetzt noch Diamanten zu verschwenden. Sonst enchante ich jetzt einfach mal einer meiner normalen Sachen. Okay, das jetzt nicht unbedingt. Aber so Effizienz 2 kann man sich mal gönnen. So, jetzt wurde zum Glück alles mal resettet. Wir kriegen einen Bogen mit Haltbarkeit. Hose mit... Dornen 2 ist auch nicht schlecht, auf jeden Fall. Ich denke, ich werde mal auf Dornen gehen und vielleicht kriegen wir noch was. Nicht so eine gute Brustplatte auf jeden Fall. Nehmen wir es der Gliederfüßler. Glück 3, das wäre auf jeden Fall was, was ich sagen würde. Das geht auf jeden Fall klar. Diamantschuhe mit Wasserläufer. Es ist auf jeden Fall praktisch, wenn ich eben am Kämpfen bin, dass ich Wasserläufer habe. Ich denke, deswegen werden wir auf jeden Fall auf Wasserläufer gehen. Und ich werde jetzt eben zwischendurch hier die ganze Zeit Level farmen und sonst was. Was wir auch machen können, ist natürlich in den Nether gehen immer zwischendurch und dann immer wieder zurückkommen. Ich denke, es ist noch nicht so viel Quarz in Nether gefarmt worden. Ich weiß es gar nicht, ob da jetzt irgendwie sehr viele Leute schon im Nether waren. Auf jeden Fall bin ich zum ersten Mal im Nether. So, platzieren wir das mir mal eben. Und schauen wir mal nach Quarz. Sieht auf jeden Fall aus, als ob hier schon einige Leute Quarz gefarmt haben, wie das hier aussieht. Mit den Blöcken. Ich weiß, das Nether-Portal ist bei 0,0, deswegen muss ich mir die Koordinaten jetzt nicht unbedingt aufschreiben. Sind die Zombies aggressiv? Nee. Das zum Glück nicht auf jeden Fall. Da bin ich schon mal beruhigt, weil ich einmal, glaube ich, eine Episode von jemandem gesehen habe, dass die Zombies auf den aggressiv sind. Folglicherweise war ich jetzt mal darauf eingestellt, dass die auch auf mich aggressiv sind. Aber das scheint wohl
nicht der Fall zu sein. Ich glaube, die sind nur dann aggressiv, wenn dann die Person stirbt, auf denen sie aggressiv war, oder? Irgendwie war das mal so. Oder die haben eben eine Zeit und danach sind die wieder richtig freundliche Dudes. So, ich muss aufpassen, wenn der Lava runterkommt, muss ich aber ganz schnell verschwinden. Ich frage mich immer noch, warum man für Quarz so viel Erfahrung bekommt. Ich meine, gibt es einen Grund dafür? Ich meine, es ist eine gute Möglichkeit, eben Level zu farmen, aber da fände ich andere Sachen viel besser. Oder dass man zum Beispiel eben bei Diamanten genauso viel Erfahrung bekommt. Bekommt man vielleicht sogar, nur man merkt das nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es da irgendwelche... Na, steht eh auf Minecraft-Wiki. Mir fällt gerade ein, es war vielleicht keine gute Idee, mit all den Diamanten, die ich gerade habe, in den Nether zu gehen, dass, falls ich nämlich jetzt sterben sollte, ich einfach alles verloren habe, was ich mir erfarmt habe. Na, aber ich werde schon nicht im Nether sterben. Oh, oh, Achievement, Achievement. Jetzt kommt's, Leute. Easy. Ich hoffe, es ist keinem aufgefallen, aber es laggt momentan bei meinen Aufnahmen enorm. Und ich habe echt keine Ahnung, woran es liegt. Ich habe schon meinen PC ein bisschen gesäubert und alles. Werde mich mal ein bisschen erkundigen, was es jetzt für Möglichkeiten gibt, jetzt nochmal meinen PC ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Ich hoffe, das wird die nächsten Episoden besser sein. Ich glaube, es ist schon ein bisschen besser geworden auf jeden Fall. Jetzt gerade laggt es nicht, aber zwischendurch, da war ein ganz kurzer Lag. Es ist schon echt heftig und das stört mich persönlich ziemlich krass. Deswegen werde ich auf jeden Fall mal schauen, dass das die nächsten Episoden oder auf jeden Fall nächstes Mal besser sein wird, dass ihr eben auf jeden Fall richtig qualitativ hochwertige Aufnahmen habt, ne? Also, falls ihr euch fragt, liegt das an eurem Flash-Player oder so? Nee, das liegt tatsächlich an meinem PC, aber ich werde es auf jeden Fall die nächsten Episoden beheben. Da kommt Monster, ich brauche nur noch ein bisschen Level. Nicht sterben, nicht sterben. Okay, den habe ich. Den habe ich auch. Den habe ich auch. Das dürfte genügen, das dürfte genügen an Leveln. Auf jeden Fall. Nice, okay, das war alles, was ich wollte. Da burnt er erstmal richtig heftig, damit er wenigstens noch irgendwie die Level zusammenbekommt. So. Dann entscheiden wir mal unsere Wasserläuferschuhe und Haltbarkeit 3. Ist jetzt nicht so awesome. Dann haben wir ein Schärfe 4 Schwert. Das ist auf jeden Fall sehr viel vielversprechend. Und ein Schärfe 4 Bogen. Zudem Schutz 4 Hose und Feuerschutz Helm. Alles ziemlich geil, außer eben der Diamanthelm. Das ist auch ziemlich geil. Das ist jetzt echt schwer. Wir machen es ganz einfach. Ich droppe jetzt hier die Items hin. So. Und das, worein ich reinspringe, das werde ich auf jeden Fall machen. Gut, dann machen wir auf jeden Fall unser Schwert als nächstes. So, ich weiß auf jeden Fall, dass Rathermoon eine kleine EP-Farm hat. Deswegen werde ich mal kurz zu ihm gehen und schauen, ob ich die irgendwie lokalisieren kann. Oh mein Gott, Alter, ich wäre fast da rausgelaufen. So, das da vorne sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus. Schauen wir mal, was da so abgeht. Auf jeden Fall ist der Typ richtig wahnsinnig, dass man so einfach hier runterfallen kann. Ich glaube, die Mobs sterben da einfach nur. Das ist nicht die Spinnenfarm, die der hat. Boah, das fühlt sich hier richtig unsafe an, hier drüber zu laufen. Also Eier hat er auf jeden Fall. So, ich habe es auf jeden Fall nicht gefunden. Ich habe den jetzt mal angeschrieben, den Rathermoon. Vielleicht kriege ich noch innerhalb der Aufnahmezeit eine Antwort. Wäre cool auf jeden Fall. Und in der Zeit machen wir dann einfach jetzt mal den Lagerraum. So, ich habe hier schon durch das Kabelfarm auf jeden Fall ordentlich viel Zeugs gehabt. Und ja, das wird auf jeden Fall hier der Lagerraum. Und was wir als allererstes machen, denke ich, für den Anfang, ist einfach mal den Boden erstmal mit ein bisschen Fichtenholz ausfüllen, dass wir schon mal einen guten Boden haben und dass das Ganze vernünftig aussieht. So, und als nächstes kommen dann jetzt die Wände.
So, ich habe noch nicht genug Stein. Das ist gerade hier schön am schmelzen. Aber was wir auf jeden Fall schon mal machen können, ist den Raum unterteilen. Was wir wollen, ist verschiedene Abteilungen, wo ich eben sagen kann, hier ist das drin, hier ist das drin. Dafür nutze ich jetzt einfach mal ein bisschen Eichenholz, um das Ganze so ein bisschen zu unterteilen. Und mache quasi so verschiedene Abteilungen, wo das dann eben alles reinkommt. Das wird auf jeden Fall nicht passen. Das heißt, den Raum werden wir hier auf jeden Fall beenden. Dann haben wir hier zwei Abteile. Hier oben machen wir dann, denke ich, mit ein bisschen Fichtenholz noch so ein paar Stufen, dass das auf jeden Fall auch nochmal schick aussieht. Kann ich mal eben zeigen, wie das aussehen soll. Weil das funktioniert auf jeden Fall. Eben so ein bisschen. Und dann so. Das sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Und das Ganze machen wir jetzt auch auf der anderen Seite. Das heißt hier, das hin. Wie sieht es dahinter aus? Können wir da einen Holzbalken reinmachen? Wie sieht das aus? Oder sieht das nicht aus? Ah, dann machen wir, wenn, hier auch noch rein. Und das sieht, denke ich, in Ordnung aus. Das heißt, die Balken können wir auf jeden Fall hier drin lassen. Wie sieht das aus, wenn wir das hier noch reinmachen? Eben, dass es auch auf allen Seiten so ist. Oh, sieht in Ordnung aus. Das heißt, wir können das auf jeden Fall auf der anderen Seite lassen. So sieht das Ganze doch erstmal recht amüsant aus. Was wir auf jeden Fall brauchen, sind Teppiche, dass wir was in der Mitte haben. Eventuell ein roter oder ein grüner Teppich wäre, denke ich, ganz angenehm. Und jetzt müssen wir noch eine kleine Unterteilung machen, was wir denn wohin machen. Und was wir auf jeden Fall machen, ist Holz. Und dann machen wir das Holz da rein. Und Stein machen wir einfach mal auf die andere Seite. So, das heißt, hier kommt das ganze Holzgedöns rein. Können wir direkt mal machen. Dann brauchen wir Pflanzen. Machen wir, ja, und ja, Pflanzen auf die eine Seite. 1, 2, 3. Essen auf die andere Seite. Perfekt. So, dann brauchen wir Mob Drops. Das machen wir auf die andere Seite. Da, eine richtige Taste finden erstmal. Und wir brauchen Mob Drops und Seltenes. Ist, glaube ich, das richtige Deutsch. So. Dann brauchen wir Erze. So. Waffen. Rüstung. Auf die andere Seite. Genau so. Dann brauchen wir, machen wir auch auf die Seite, Erde, das machen wir nach da, Kies, Sand, das machen wir auf diese Seite. Was brauchen wir noch so? Nether brauchen wir, das machen wir auf diese Seite und wir brauchen End. Davon haben wir aber nichts. Was können wir noch gebrauchen? Stimmt, Redstone können wir machen. Das ist eigentlich auch eine ziemlich gute Möglichkeit. So, Zeit, den ganzen Driss von oben nach unten einzuräumen. Wird auf jeden Fall jetzt richtig viel Arbeit. Habe ich denn auch nichts vergessen? Sieht erstmal nicht so aus. Das ist auf jeden Fall gut, dass wir nichts vergessen haben. Also, los geht's. Einfach das Zeugs nehmen. Schnell runterlaufen, schnell einsortieren und dann wieder hochlaufen. Hier das ganze Holz rein auf jeden Fall. Hier kommt das ganze Stein rein. Dazu zähle ich auch übrigens Andesit und so. Dann brauchen wir Pflanzen. Das kommt da rein. Mob Drop. Das ist Essen. Essen brauchen wir aber erstmal noch. Mob Drops haben wir hier. Rein damit. Dann Nether haben wir hier. Kies und Sand ist da. Erde ist da. Waffen und Rüstung, da kommt der Bogen rein. Hier kommen die Erze rein. Nether kommt nochmal hier rein. Und Rüstung nochmal hier. Ihr merkt, ich öffne manchmal Truhen zweimal. Das liegt daran, dass ich das dann nicht so schnell sehe. Aber das ist gar kein Problem. So, und jetzt wieder das Ganze nochmal machen, bis wir letztlich nichts mehr in der Truhe haben.
Mir ist gerade aufgefallen, es zeigen zwei Sachen auf eine Kiste. Genius, Leute. Einfach nur Genius. Den Fehler muss ich jetzt gleich mal beheben, wenn ich oben die Sachen einsammel. Manchmal ist es schon echt heftig, wie retarded ich bin. Aber das Ganze müssen wir ändern. Dann machen wir es so. Seltenes kommt hier rein. Seltenes kommt hier rein. Dann kommen hier die Mob-Drops rein in die rechte Truhe. Mob-Drops. So, dann kommen Waffen und Rüstung auf die Seite. Und hier kommen, genau, da kommen die Erze rein. Gut, dass mir das jetzt aufgefallen ist und nicht später. So, mein ganzes Zeug ist jetzt in den Kisten einsortiert. Hat jetzt ordentlich lange gedauert. Und muss sagen, es freut mich jetzt ernsthaft, dass wir jetzt ordentlich Ordnung auf jeden Fall in unserer Bude haben. Und jetzt hier oben auch Platz haben. Ich hatte vorher gedacht, ob ich da eventuell so einen kleinen Weg durchbaue. Bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob ich das tatsächlich machen werde. Eben so einen kleinen Hinterausgang. Wird bestimmt lustig, wenn wir dann eben gegen die Ender Dragon kämpfen, dass man hier so mehrere Möglichkeiten hat, bei einem Weg rauszukommen. Aber ich denke, so ein Weg ist ein bisschen unnötig zu machen. Ah, ich weiß nicht. Finde ich nicht so super, so ein Weg. Und hier ist übrigens so ein kleines Farmloch. Aber muss ich mal selber gucken, worauf ich Lust habe, ob ich das jetzt mit einbauen möchte oder eben nicht. So, ich habe mir überlegt, da wir ja eben jetzt nicht genug EP zusammenkriegen, beziehungsweise ich eben nicht weiß, wo die EP-Farm von Rather ist, warten wir erstmal auf seine Antwort und bis wir die Antwort bekommen oder eben werden wir das in der nächsten Episode machen mit dem EP-Farmen und so, habe ich mir überlegt, dass wir eben jetzt dafür sorgen, dass wir hier einen schönen grünen Teppich reinbekommen. Und das bekommen wir hin, indem wir uns ein bisschen Kaktus farmen oder eben mal ein bisschen Kaktus anbauen. Warum gehe ich nach oben? Ich bin jetzt übelst noch dran gewöhnt, dass die Kisten oben sind und nicht hier drin, obwohl ich gerade noch im Lagerraum stand. So, wir brauchen dafür Sand. Da haben wir noch ein bisschen was von. Und wir brauchen Pflanzen. Da haben wir es doch. Der Rathermoon hat uns ja freundlicherweise ein paar Kakteen gegeben. Und jetzt müssen wir mal ein paar anpflanzen. Oder was macht man mit Kakteen? Pflanzt man die an? Ich denke nicht, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall platzieren wir jetzt ein paar Kakteen draußen und lassen die ein bisschen vermehren. Und in der Zwischenzeit schauen wir mal, vielleicht kriegen wir irgendwo ein paar Schafe zusammen oder irgendwo stehen ein paar Schafe und gönnen uns ein bisschen von der Wolle was. Wolle kam ja zum Glück. Ich gehe immer wieder jetzt nach oben. Es wird noch richtig oft passieren, bis ich merke, dass doch meine Kisten jetzt hier unten sind. Schauen wir, eventuell können wir uns dann eben ein bisschen Wolle besorgen und die kann man ja dann zum Glück in die gewünschte Farbe färben. So, Essen haben wir noch nicht so viel. Das heißt, wir gehen jetzt auf jeden Fall auch nochmal ein paar Kühe abschlachten, dass wir mal ein bisschen Steaks bekommen. Oh je, wenn das mal keine Massenhaltung ist. So, ich weiß auf jeden Fall, dass Rathermoon und Karamed versucht haben, ein Schaf einzufangen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die es geschafft haben, tatsächlich eine Schafsfarm aufzubauen. Wäre auf jeden Fall richtig knorke. Und was ich auf jeden Fall auch machen kann, wenn ich bei Rathermoon bin, ich bin mir sicher, es wird nichts dagegen haben, wenn ich mal einmal kurz sein Knöpfchen aktiviere bei der Kakteenfarm. Dass ich mal ein paar Kakteen bekomme. Der Rather, mit dem bin ich ja dicke. Wisst ihr doch Bescheid. Ich schaue übrigens auch seine Folgen. Ich schaue von jedem Teilnehmer schaue ich die Folgen. Um zu schauen, um immer so up-to-date zu sein, was auf dem Server passiert. Und ich schaue ja immer gerne bei Projekten so, was gefällt den Leuten nicht so, dass die auf jeden Fall immer was zu tun haben. Und zum Beispiel so Sachen wie der Doomsayer, die haben zum Beispiel dafür gesorgt, dass auf jeden Fall Leute aktiv auf dem Server spielen. Und ja, das ist immer eine gute Sache, um herauszufinden, was jetzt bei den Leuten gut ankommt und was nicht gut ankommt, ne? Ich schau mal bei Karamed und so, ob die eventuell ein paar Schafe haben. Und unterwegs jede Menge Spinnen killen, weil Spinnen heißen Fäden und Fäden heißen Wolle. Na, Hundi?
Oh, okay, du bist jetzt mein Begleiter für heute. Okay, ich bin jetzt im Kreis gelaufen. Da vorne ist wieder die Wohnung von Rather. Das heißt, ich muss auf jeden Fall einen anderen Weg laufen. Ich gehe einfach mal auf die andere Seite der Insel. Dafür, dass... Oh Gott, wieder zwei Skelette mit zwei enchanteten Bögen. Die findet man irgendwie sehr häufig, habe ich irgendwie das Gefühl. Dafür, dass die Insel eigentlich relativ klein ist, ist es doch recht schwer, die anderen Leute zu finden, beziehungsweise eben die Gebäude von denen. Und eventuell wird dann einfach Dragons in der nächsten Staffel ein bisschen kleiner. Wobei auch dann vermutlich mehr teilnehmen werden, wenn es eine zweite Staffel gibt. So, hier ist das Haus. Auf meinem Grundstück. Herzlich willkommen auf meinem Grundstück. Okay, hi. Um Gottes Willen. Da hat jemand... Ist das Mitty? Oder Stonecrafter? Oder doch Dragonfly? Nee. Einer von den neuen war das auf jeden Fall. Das weiß ich. Die Episode hatte ich geschaut. Da ist mir aufgefallen, wie man eben nicht bauen soll. und zwar, wichtig ist eigentlich immer, wenn ihr baut, baut auf keinen Fall rechteckig. Und so, das ist jetzt einer meiner Schüler, oder der zeigt so als es gibt ja diese Frauen manchmal, die in den ganzen Gewinnspielen immer so daneben stehen. Das ist jetzt einfach mal der Hund. Also, versucht nicht rechteckig zu bauen, sondern so viele Kurven wie möglich oder eben Abschnitte in eurem Haus zu machen. Dann, man merkt, er hat nicht mit dem Gerüst hier angefangen, weil das müsste er noch eigentlich miteinander verbinden. Das Gerüst sollte man am Anfang immer miteinander verbinden und dann macht man die Wände und dann macht man das Dach. Das Dach sollte übrigens drüber hängen, wie diese Seite, aber da hängt es zum Beispiel nicht drüber. Das müsste auf jeden Fall noch gemacht werden und sollte eigentlich auf jeden Fall noch weiter hängen als die Baumstämme. So, und ja, hier zum Beispiel müsste man noch ein bisschen was reinmachen. Dann würde es auf jeden Fall schon besser aussehen. Aber ich weiß halt nicht, wie weit er jetzt mit seinem Haus ist und wie fertig das ist. Und ich sollte nicht meinen Hund vergessen. Ah, Mitty war es. Okay, es war Mitty. Der Typ, der von den Teilnehmern mit Facecam aufnimmt, das weiß ich auch. Haha! Ah, da ist das Lager der Boys. Der Boys, die ich einfach mal 1 gegen 3 easy gerackt habe. So, haben die vielleicht ein paar Schafe? Wäre auf jeden Fall super sweet, weil ich halt echt Schafe brauche. Und das hier ist eine nur für Kohle automatische Kaktusschmelze. Was? Die machen eine automatische Kaktusschmelze. Das ist aber gar nicht schön. Die haben echt eine automatische Kaktusschmelze. Kommen die denn hin? Also sieht man irgendwo, wo die Kakteen hinkommen? Darf ich mir davon ein paar snaggen vielleicht? Wäre auf jeden Fall nicht schlecht, wenn ich mir ein paar nehmen dürfte. Aber es sieht so aus, als ob man hier nirgendwo großartig hinkommt. Ne. Aber ich denke, ich habe sowieso genug Kakteen erstmal. Okay, Kühe sind auf jeden Fall genug auf dem Server. Aber hier, okay, das sind Pferde. Aber Schafe scheinen hier nicht zu sein. Okay, wir haben einen Villager. Das ist ein grüner Villager, mit dem kann man nicht handeln. Hat er mich Karamit, glaube ich, angeschrieben? Oder Underman? Oder Satyrzinka? Ich weiß jetzt nicht, wer es war. Ich glaube Karamit. Dass er einen Villager hat und er kann nicht mit denen handeln. Und dann habe ich schon gedacht, er ist bestimmt ein Grüner. Dann habe ich gefragt, welche Farbe der Villager hat. Und dann hat er geschrieben Grün. Und dann wusste ich schon Bescheid, dass das auf jeden Fall nichts werden kann. Jetzt sollte es eigentlich so eine richtige XXL-Folge werden, aber leider... kann ich momentan nichts machen, wegen eben einerseits der EP-Farm und weil wir nicht so viele Schafe haben, beziehungsweise gar keine Schafe mehr. Das heißt, wir schauen jetzt mal, was haben wir eigentlich alles so an Materialien. Vielleicht genügt es ja auch erstmal so. Da haben wir nichts. Wir hätten genug für 4 Wolle. Das wären... müssen wir jetzt mal schauen. Was ist eigentlich... Ach komm, Leute. Ich bin doch sowieso schon hier gestraft genug. Machen wir uns einfach mal einen Magenta-Teppich. Der soll dann bis hier hingehen und noch so bis hierhin. Genau, brauchen wir das Ganze einfach nochmal. Und dann ist das Ding auf jeden Fall gegessen. Machen wir einen pinken Teppich hier rein. Und weil das passt dann hier so schön zu diesem Pink. So, das heißt, nächste Episode werden wir auf jeden Fall enchanten. Und ich werde mir auf jeden Fall was überlegen.
dass die Leute auch vom Server, eben die anderen Mitspieler, dass sie auch Zugang mal wieder zu anderen Mobs haben. Dass ich eventuell nochmal einen Villager an den Spawn stelle, der eben noch mehr Items handelt, die wir nutzen können. Gut, dann war es mit dieser Episode. Nächste Episode werden wir dann das Netaportal designen. Ich denke, das wird auch ziemlich knorke. Und den Kaktus können wir eigentlich dann hier abbauen, weil brauchen wir erstmal nicht wirklich viel. Und durch Weathers automatische Kakteenfarm haben wir eigentlich schon davon genug bekommen. Was wir noch machen können, ist aber... So, habe ich das Essen hier reingetan oder wo habe ich das Steak getan und hatte ich das schon komplett gefuttert? Ich glaube, ich habe das schon komplett gefuttert. So, können wir nämlich eben mal eben einen Kaktusgrün herstellen und dann bekommt unser Hund nämlich auch die entsprechende Farbe für sein Halsband. So. Perfekt. Weil, das ist jetzt unser Hund, ne? Was ihr machen könnt, wir geben den Hund einen Namen. Wie wär's damit? Wir haben ja ein Namensschild. Ihr könnt den kleinen... Wie wollt ihr den kleinen genannt bekommen haben? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin sicher, einige von euch haben einen ziemlich coolen Namen. Hier haben wir ja ein Namensschild. Und das können wir für den kleinen süßen Schnacker hier einsetzen. Dann würde ich sagen, was ist mit dieser Episode? Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Nächste Episode wird dann hoffentlich ein bisschen länger. Die war jetzt ein bisschen kurz. Ich hoffe, ihr seid mir nicht allzu böse. Dafür gibt es morgen? Nee, am Samstag, weil Samstag ist Weihnachten. Ja, ist Samstag Weihnachten? Ja, am Samstag ist Weihnachten. Ein kleines Extra-Video statt Dragons. Und Dragons wird dann wieder am Dienstag sein. Genau, nach Weihnachten dann. Was ist Dienstag dann? Das ist der 27. Und dann haben wir noch eine Woche bis zum dem großen Event. Und dann werden wir dann auch schon einen Livestream vorher nochmal machen, wo wir dann wirklich meinen... komplettes Haus bauen werden. Ich würde sagen aber, das war's für diese Episode. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wünsche ich allen noch einen wunderschönen Tag und sage tschö. Bis dann und man sieht sich.